willkommen zum neuen Video von TRK Styling. So, wir beginnen dem Video mit älteren Autos, wo wir ja viel mit zu tun haben, also hauptsächlich mit älteren Amerikanern. Ja. Und was es halt für Vorteile, Nachteile gibt für einen Oldtimer, für Leute, die das nicht wissen oder sich damit wenig Erfahrung haben, nicht auskennen, die wollen wir ein bisschen aufklären. So Thomas, also es geht darum, dass Fahrzeuge, die ja ein bisschen älter sind, ja, dann in der Halle stehen und dann im März, April wieder rausgeholt werden. Was kann in dieser Zeit alles so passieren? Was muss man da alles bedenken? Ja, was ein ganz großes Thema ist, halt sind die Dichtungen, die Aushärten und was. Das Problem ist, dass die Fahrzeuge nicht bewegt werden. Ja? Also der Motor wird nicht warm laufen lassen. Das sind einfach Standschäden, ja? Wo viele denken, okay, im Sommer war das Auto in der Werkstatt gewesen, das Auto wird über die Saison gefahren und wird dann im Winter in den Garten eingestellt. Jeder hat seine eigene Philosophie, ob vollgetankt, nicht vollgetankt, aufgebockt, dass es keine Standplatten gibt. Das sind lauter so Themen, die man mit beachten muss. Ja. Was dem Auto auf keinen Fall gut tut, ist die lange Standzeit. Ja. Also ich würde empfehlen, dass man das Auto immer mal laufen lässt, zwischendurch mal reinkommt. Ja. Entweder mehr Luft reinmacht oder halt das Auto aufbocken tut, um so Sachen vorzubeugen wie Standplatten. Und jedem muss halt bewusst sein, dass immer was sein kann an so einem alten Auto. Ja? Also man kauft nicht so ein Auto und sagt, hier, das ist jetzt neu gemacht und das hält. Das ist einfach alte Technik, die mal neu gemacht worden ist. Ja? Deswegen sind wir halt mit dem Thema oder das Thema bei uns so beliebt mit der Rest-Mode-Geschichte, weil es einfach die alte Karosserie bleibt und neue Technik einkommt und weniger das Risiko ist, dass das passieren kann. Gell? Ich meine, es fängt schon an mit Dichtungen, das hat sich alles weiterentwickelt im Motor und Bau. Und wir machen die alte Technik ja nur neu, mit wieder alter Technik von damals, ja, mit neuen Teilen zwar, aber ist nicht so gut wie der heutige Stand der Dinge. Wenn bei uns ein Auto länger steht, tun wir eigentlich den Tank immer voll machen. Ja? Aus dem Grund ist, weil es voll ist, hast du keine Korrosion drin oder bis da an der Stelle kann nichts korrodieren. Sollte aber trotzdem über Winter abgelassen werden. Gell? Also, und tun dann neuen Kraftstoff hinzufügen, also wieder neu auftanken und machen. Gell? Das Gleiche spricht jetzt mit dem Vergaser, Schwimmer kann man alles überprüfen, dass das nicht hängen tut und dann sollte alles wieder funktionieren, gell? Dichtungen können auch nachgezogen werden, also Kopfdichtung ist halt auch so eine Sache, dass man die nachziehen tut, bevor die Saison wieder losgeht, um was zu retten, um dann größere Ölflecken zu vermeiden. Und was ganz wichtig ist, ist eine Wanne unterstellen, gell? Also, weil es gibt es einfach nicht. Es ist immer das Gerücht groß, dass so ein Ami dicht kriegt, aber das ist einfach nicht möglich, ja? Allein schon muss ich damals alte Filme angucken, wie oft irgendwo Ölflecke sind oder was, das ist einfach Stand der Technik damals gewesen. Und so ein Ölfleck hat auch niemand so gestört, wie es heute ist, gell? Was ein ganz wichtiges Thema bei uns ist, ist ja auch der Oldtimer-Verkauf. Ja, und was dazu zu sagen ist, sollte eigentlich jedem klar sein, dass man bei so einem Fahrzeug keine Gebrauchtwarengarantie oder keine Garantie geben kann. Gell? Also wie gesagt, die Technik ist veraltet, das kann heute alles, oder bei uns in der Werkstatt, wir gucken alles durch, nach bestem Gewissen, ob alles in Ordnung ist. Es kann immer was sein. Ja? Wie gesagt, Vergasertechnik, deswegen gibt es die Technik heute nicht mehr, weil die Technik einfach überholt ist. Ja? Die ist nicht schlecht und die Leute wussten auch damals damit besser umzugehen als heute, weil sie einfach damit gelernt haben, mit den Autos zu fahren. Und heute ist es einfach so ein Nebenprodukt, ein Hobbyprodukt. Also die wenigsten wissen richtig, wie man so ein Auto fährt, wie so ein Vergaser funktioniert und macht. Und da kann halt auch mal ein Auto liegen bleiben oder kann an der Ampel ausgehen und machen. Und man sollte nicht in Panik geraten. Gell? Man sollte einfach wissen oder lernen, so ein Auto zu fahren und für sich selber entscheiden, hat man Spaß dran und mit den riesigen Bekanntheiten, sowas kann sein. Es kann Ölfleck sein, es kann da liegen bleiben und machen. Die Werkstatt kann das Beste geben, was will, aber es kann immer was sein. Deswegen hat sich die Technik weiterentwickelt. Gell? Das ist nur mal zum Beispiel da. Also wir tun auch gerne, oder was wir mal vorhaben, wir würden so einen Workshop oder Workshop mal anbieten, ja, für Kunden, wo wir sagen tun, okay, hier, das ist, wenn ich das Auto aus dem Winter ausmodden tue oder nach dem Winter ausmodden tue und will damit losfahren, das soll ich beachten. Oder wenn das passiert, kann ich mir so helfen, dass man vielleicht auch einfach mal selber eine Zündkerze rausschrauben kann und einen Vergaser prüfen kann, ja. Woran es hängt. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir so einen Workshop mal anbieten, schreibt es in die Kommentare rein und dann bieten wir sowas an. Also einfach reinschreiben hier, sowas hätten wir Interesse dran. Umso mehr zustande kommt, ich glaube, umso schneller kommen wir auch in die Pushen.